Ja, Martin, Tag 1 als Vorsitzender der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, wenn du das mal so ein bisschen hast sacken lassen, so knapp 24 Stunden nach der Wahl mit sehr stolzem Ergebnis. Wie fühlst du dich? Ja, ich bin auch stolz und glücklich. Also 91%, das ist so ein starkes Signal und Zeichen auch der Geschlossenheit der EVG. Der gesamte Vorstand, über 90% der Stimmen bekommen. Und das zeigt, dass sich die Arbeitgeber auch warm anziehen müssen. Wir werden nächstes Jahr in 50 Unternehmen Tarifverhandlungen führen. Im Schienenbereich, im Busbereich. Und wir wollen und müssen für unsere Kolleginnen und Kollegen deutlich mehr Geld wie bei den letzten Malen herausholen. Jeder kennt die Inflation, jeder kennt die Preissteigerungen, die Energiepreise und dem müssen wir Rechnung tragen und deswegen erwarte ich harte Verhandlungen. Wir haben keine Angst davor, zumal wir so ein tolles, starkes Ergebnis bekommen haben. Tarifrunde 23, eine besondere Tarifrunde, ist sicherlich eines der Top-Ereignisse, das wir vor der Brust haben. Du hast gestern in deinem Grundsatzreferat ein breites Spektrum an Themen aufgemacht. Natürlich ist es jetzt ein bisschen fies vielleicht, aber wenn du vielleicht mal die drei zentralen Punkte nennen könntest, die für dich jetzt die herausragenden Punkte sind für deine jetzt beginnende Amtszeit. Also wir stehen natürlich als EVG für Vielfalt, für Toleranz. Wir haben nochmal klar gemacht, bei uns gibt es keine rechten Tendenzen, die dulden wir nicht. Wir wollen keine Neofaschisten, wir wollen keine AfD. Wir haben einen Unvereinbarkeitsbeschluss, also klare Kante gegen rechts. Wir sind natürlich auch eine Gewerkschaft mit Wurzeln. 125 Jahre haben wir letztes Jahr gefeiert. Wir müssen endlich die Infrastruktur finanzieren. Über Jahrzehnte hat die Straße den Vorzug bekommen. Das muss umgedreht werden. Wir brauchen die Verkehrswende. Und ich fordere auch ein, es kann nicht alle 4 Jahre neu darüber diskutiert werden, wer gerade regiert, sondern es braucht parteiübergreifend einen Konsens, dass die Schieneninfrastruktur viel Geld braucht. Und wir befassen uns mit dem Schienengüterverkehr. Da haben wir große Sorgen. Es gefährdet 10.000 Arbeitsplätze, wenn der Schienengüterverkehr runtergefahren wird. Insbesondere der Einzelgüterwagenverkehr, der einzelne Waggon, der von Hamburg in meine Heimatstadt Nürnberg fährt. 2.000 Züge fahren mit diesen einzelnen Güterwagen. Das fährt nur DB Cargo. Und die Bundesregierung hat diese Mittel um 50% gekürzt. Derzeit werden damit 70.000 Lkw-Ladungen auf den Zügen transportiert. Man stelle sich vor, was ist das für eine Verkehrswende, wenn wir von Schiene auf Straße verlagern. Und deswegen werden wir laut, sehr laut eine Kundgebung haben, deutlich machen, ein Güterzug ersetzt 52 Lkw und haben das dem Herrn Wissing auch sehr, sehr deutlich gesagt. Vielleicht noch einen Punkt. Wir haben ein Berufsbild, das dringend aufgewertet werden muss. Das ist die Branche des Busfahrdienstes. Die Busfahrerinnen und Busfahrer in unserem Land brauchen mehr Anerkennung. Und wir brauchen durch die neuen Baukonzepte, das ist ja Chefsache beim Herrn Minister Wissing, wir brauchen verschiedenen Ersatzverkehr. Wenn Frankfurt-Mannheim 8 Monate gesperrt wird, und das mit Bussen gefahren werden soll, dann braucht es Busse. Deswegen habe ich 400 neue Busse eingefordert und auch 1.200 neue Busfahrerinnen und Busfahrer, die eingestellt werden müssen, die ausgebildet werden müssen. Und deswegen braucht die Deutsche Bahn AG auch eigene Fahrschulen. Auch das eine Forderung neben vielen, 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 die wir als EVG in unserer Breite, in unserer Vielfalt ja auch haben.
Du hast jetzt einen Namen schon genannt, der Gewerkschaftstag der IVG wird politisch wahrgenommen. Wir haben viel Prominenz da gehabt und manches war geplant, manches kam überraschend. Wir haben gestern den Bundesverkehrsminister hier noch zu Gast gehabt und der auch einige interessante Sachen gesagt hat vom Podium her und später auch noch in Einzelgesprächen. Wie ordnest du diesen Besuch ein und die Zusagen, die er gemacht hat? Also ich ordne erst einmal die hohe Anzahl der Gäste als große Wertschätzung ein. Der Bundeskanzler Olaf Scholz war am Sonntag zu Gast. Das ist Wertschätzung hin zu einer großen Gewerkschaft, die wir sind. Der Bundesarbeitsminister konnte nicht kommen, hat eine Videobotschaft gesendet. Wir haben alleine gestern 50 Abgeordnete, Staatssekretärinnen und Staatssekretäre zu Gast gehabt. Die regierende Bürgermeisterin aus Berlin kommt persönlich. Wir haben den Bahnbeauftragten der Bundesregierung hier gehabt. Wir haben internationale Gäste in einer Größenordnung von 25 bis 30 bei unserem Gewerkschaftstag empfangen, die auch zu uns gesprochen haben. Und wir haben, auch wenn es länger gedauert hat, gestern noch den Herrn Bundesverkehrsminister Wissing empfangen und haben ihn natürlich konfrontiert mit Themen. Und ich und auch der ganze Gewerkschaftstag nimmt wahr, dass er gestern versprochen hat, auch im Sinne des Klimaschutzes etwas zu machen, positiv für den Schienengüterverkehr. Und da nehmen wir ihn beim Wort. Da muss er auch Wort halten jetzt und endlich ins Handeln kommen. Und vielleicht noch einmal einen Satz so in die Richtung, du hast es gestern schon gesagt und auch in deiner Anmoderation jetzt zu Herrn Theurer, es steht etwas ganz klar im Koalitionsvertrag, dass das wieder so nicht umgesetzt ist, wo wir auch ganz klar erwarten, dass es jetzt so langsam mal losgeht. Ja, dem Herrn Theurer habe ich ganz deutlich empfohlen, die drei Worte, die im Koalitionsvertrag so drinstehen, sich auf seinem Spiegel im Badezimmer zu schreiben: Schiene vor Straße. So einfach ist es. Das gilt es umzusetzen. Dafür ist die Bundesregierung in der Pflicht. Sie haben sich selber in den Koalitionsvertrag geschrieben und daran werden Sie sich auch messen lassen müssen. Und von daher werden wir unsere Botschaften nicht nur setzen, wir werden auch schauen, ob sie zum Erfolg führen, weil das ist mir immer ganz besonders wichtig. Fordern, 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 aber am Ende auch Erfolg haben. Und dafür stehen wir als IVG.